Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dave the Diver. Ja, letzte Folge voller Misserfolge. Erst haben wir den weißen Hai nicht geschafft. Und jetzt ist hier wieder Godzilla DLC am Start, eine Riesenkrabbe. Und ich muss dieses U-Boot steuern und das ist verdammt schwierig. Und beim Schießen, ich kann es euch gerne nochmal zeigen, beim Schießen, gestern ging es nach unten. Ich muss offensichtlich eher feuern, ich weiß es nicht. Also in der gestrigen Folge war er nur am Schussende nach unten. Okay. Und jetzt? Spannend. Ebiras Aktion hat uns den Weg versperrt. Dafür werden wir das Maschinengewehr benutzen müssen. Wir müssen ein Torpedo aktivieren. Ein Torpedo? Ja, damit können wir den versperrten Weg freisprengen. Jetzt. Nichts dagegen, wenn das noch mehr als Sequenz läuft und ich ab und zu mal ein paar Tasten drücken muss. Ja, der Weg ist frei. Gut, fahren wir jetzt da lang. Hallo. Ich wusste es, auf keinen Fall ist er einfach entkommen. Bei diesem Tempo haben wir keine Wahl. Besiegen wir diesen Caillou. Ich glaube, das ist leichter gesagt als getan. Mit deinen Fertigkeiten als U-Boot-Pilot haben wir eine Chance. Genau das ist ja das Problem. Es ist an der Zeit, sich dafür zu revanchieren, dass Godzilla uns beschützt. Versuche es mit den Torpedos und dem Maschinengewehr. Ich habe keine Ahnung, wie man die Torpedos zündet. Oh, warte, Dave. Was ist los? Als Soldatin mich dann einfach zurückzulehnen und nichts tun, würde meine Pflicht vernachlässigen. Ich habe letztes Jahr den ersten Platz beim U-Boot-Schnellreparaturwettbewerb meiner Einheit gewonnen. Klingt nach einem interessanten Wettbewerb. Wenn das U-Boot beschädigt ist, drücke die rechte Maustaste und ich werde es sofort reparieren. Aha. Ja toll, jetzt sehe ich das nicht. Was reparierst du denn? Ich muss die rechte Maustaste so lange gedrückt halten. Kann ich aber nichts anderes machen. Also das mit rechte Maustaste reparieren, das habe ich noch nicht verstanden, aber gut. Ja.
dann repariert sie, aber dann kann ich nicht schießen. Ich glaube, das geht noch mal in die Hose. Ich repariere es sofort. Was? Bezweifle das. Ja. Also das mit dem ich repariere das sofort, das war ja wohl die absolut größte Fehlinformation. Hallali, hallalo. Nix. Warum treffe ich nix? Das Ding ist so arschlangsam. Schon mal. Dann kannst du nicht ausweichen. Ja, und beim Reparieren ist das Ding so arschlangsam. Ja, entschuldigt den Hardcut, aber das war mir zu viel. Ich habe es jetzt, nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, noch ein paar Mal versucht, aber
Das ist nicht möglich. Und da das Spiel mir auch keine Möglichkeit gibt, zu sagen, so wie bei dem Hai in der vorletzten Folge, nee, in der letzten Folge, dass ich sage, ich probiere das später nochmal, habe ich jetzt einfach Alt F4, habe das DLC jetzt erst einmal nicht aktiviert. Ja, mir ist die Steuerung des U-Boots dann dies. Ja, es wird gesagt vorher, klicke die rechte Maustaste und ich repariere das U-Boot sofort. Was du machen musst, ist die ganze Zeit die rechte Maustaste klicken, gedrückt halten. Oder mehrfach klicken, das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Währenddessen kannst du aber nicht, und das ist wichtig, beschleunigt ausweichen. So, ich weiß, der Fehler sitzt in 99,9% der Fälle vorm Bildschirm. Aber ich finde, das könnten sie balancen. Also die Steuerung, die Handhabung, die Reparaturgeschwindigkeit, das war mir jetzt alles too much. Deswegen habe ich das DLC jetzt erstmal entfernt. Wir machen ohne weiter. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, ich habe es noch nicht gemacht, wo wir jetzt wieder starten, weil ich ja wie gesagt nicht gespeichert habe, sondern über Alt F4 das Spiel beendet habe. Meiner Meinung nach hat das Grundspiel genug Content, sodass wir da jetzt erstmal weitermachen. Ist nicht ausgeschlossen, dass zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wir ein bisschen weiter fortgeschritten sind, vielleicht gibt es auch für das DLC dann auch mal irgendwie ein Update, ich habe keine Ahnung, dass wir es dann wieder aktivieren, aber jetzt lassen wir das erstmal weg. Ich finde, das ist jetzt auch nicht unbedingt das Allerwichtigste. So. Ja. Jetzt muss ich noch mal kurz überlegen. Es ist alles nicht gut. Kapitel 6, schmelzender Gletscher. Ich bin am Abend auf dem Boot. Dann haben wir wahrscheinlich das auch mit dem Hai nicht gemacht. Gut. Ich gucke mir das an, für den Fall. Oder wir können es uns ja jetzt angucken. So, aktuellen Fortschritt manuell speichern. Ich soll jetzt neu speichern oder was? Ich dachte, ich würde jetzt den Spielstand laden, den vorherigen Spielstand überschreiben. Wer macht das? So, aktuellen Fortschritt speichern. Ah, jetzt passiert was. An dem Abend auf dem Boot. Dann sind wir ja ins Wasser gegangen, um nach dem Strudel wegen dem Hai zu schauen. Das machen wir jetzt aber nicht nochmal. Ich muss in die Höhle mit der ausfließenden Strömung, um den zweiten Schalter im Kontrollraum zu bestätigen. Ja. Gibt es einen Weg in die Höhle? Okay, da geht es ja hier tatsächlich jetzt mit neuem Content weiter. Dann bin ich ja schon mal beruhigt. Dann muss ich jetzt nicht nochmal schneiden, bis wir wieder da sind. Ja, die Strömung konnte heute schwächer sein. Ich sollte mal nachsehen. Aktuell. Das ging zu schnell. Der Fisch, den wir diese Woche mit unserem Radar entdeckt haben, ist der Beulenkopf-Papageifisch. Derselbe wie letzte Woche. Die Analyse ergibt, dass der Dickschädel nahezu unempfindlich gegen jegliche Angriffe ist. Ja, das haben wir ja beim letzten Mal schon nicht hinbekommen. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie mit der, wo wir auch die Thunfische mitgefangen haben. Das will ich mal ausprobieren. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt. Jetzt ist ja doch schon Tag 29 am Morgen. Ja, gut. Wir gucken erstmal hier rein. Wir haben hier Cookstar. Ein bisschen was zu liken. Ist klar. Wie sieht es mit dem Rangaufstieg aus? Da haben wir. Oh, tatsächlich. 185 hatten wir, glaube ich, zuletzt. Jetzt 250. Sehr schön. Wen sollen wir anrufen? Warum soll ich Vincent anrufen? Achso, das ist eine neue abgespeicherte Nummer. So, jetzt ist das N auch weg. So, Farm Watcher. Das Reisfeld wächst. Mal Ei. Ja gut, das Ei könnten wir schon mal holen. Das brauchen wir ja. So. Da war nichts. Sieht es beim iDiver aus? Wir haben 9000 Euronen.
Und für 7.000. Oh, ist das. Nee. Wir müssten das ja nochmal aufbessern, damit wir unten dieses. Wie hieß das? Aquamarin? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir das finden können. Keine Ahnung. So, wir gehen nochmal in die To-Do-List. Hauptquest sagt, überprüfe den Kontrollraumeingang. Zweite Hülle scheint wegen der starken Trümmer unzugänglich zu sein. Sollte ich den Ort nochmal überprüfen? Verlorene Babyseekuh wäre eine Geschichte. Das Kochduell ist in einem Tag. Und das Event doch auch, oder? Wo ist das Event heute? Ne, beides. Na gut, das hängt jetzt wahrscheinlich auch mit meinem Quatsch zusammen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt als allererstes mal zur Farm. Holen uns das Ei ab. Machen wir das auf jeden Fall in den Tisch. Achso, das geht automatisch. Ja gut, okay. Dann habe ich jetzt ein Ei. Unkraut sehe ich keins. Nährstoff sieht auch überall perfekt aus. Dann würde ich sagen, gehen wir auch so wieder los. Zurück aufs Boot. Dann machen wir uns jetzt schon mal auf. Achso, wir sollten vielleicht. Ja, hat er da Stahlfasernetz-Sensorenfalle. Der habe ich ja die Hoffnung, dass wir den Kollegen einfangen können für Udo. Und ich hier nochmal gucken, ob wir noch ein bisschen was verkaufen haben. Hier zum Beispiel die Silberschalen. Einmal weg damit. Was habe ich hier? Opalerz, okay. Nee, aber Flakon oder sowas. Den Rest würde ich mal behalten wollen. So, und dann machen wir uns jetzt schon mal auf in den Gletscher. Da haben wir ja zwei Aufgaben. Drei, sage ich gerade. Ich sehe, besiege Klaus, ja. Warum verschwindet das immer so schnell? So, zeige mir mal hier mal. Da ist Sauerstoff. Den musst du aber auch erstmal entdecken, da. So, Sojasauce nehmen wir mit. Dann meint er ja, dass jetzt vielleicht der Eingang besser aussieht. Ich habe keine Ahnung. Dann haben wir ja noch diese eine. Was ist da? Ist das ein Narwal? Ja. Lass ihn Narwal bleiben. Diese Babyseekuh, die da verschwunden ist. Hi. Ja, den holen wir uns jetzt aber mal. Kerl. So. Dann würde ich sagen, für diese etwas unkonventionelle Folge ist der Fang dieses Hais. Wir gucken uns nochmal das Ergebnis an. Aber ein guter Folgenabschluss. Heringshai. Nö, den kannten wir schon. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Ich gucke mal hier, wie es am schlauesten weitergeht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge morgen wieder. Ich bedanke mich weiterhin für euer Interesse und würde mich sehr freuen, wenn ihr dann morgen wieder dabei seid. Bis dahin.